müsste Mason nicht unter M stehen? Nicht, wenn der Doktor sortiert. Er stand unter P. Oh, wie Patient. Oder Pneumonie. Oder Peschusselt, was am besten die Bemühungen der Ärzte beschreibt. Bobby, ich schätze, es dauert eine Woche, bis wir das wieder im Griff haben. Ja, und bis dann hat sich eine weitere Woche Papierkram angesammelt. Das ist ein Riesenmist. Du hast wenigstens dein Krankenblatt gefunden. Auf dem, was mir gehört, kann man nichts lesen. Was würde ich darum geben, wenn ich mir jetzt ein paar von diesen Ärzten schnappen könnte und sie... Schnappen? Hallo? Hallo? Na? Probleme? Ach, nichts, was ein ganzer Stab von Helfern nicht bewältigen könnte. Ich bin gerade ausgerufen worden. Es ist der totale Wahnsinn. Alles ist am falschen Platz. Wir können die Krankenblätter nicht finden und wenn doch, dann kann man sie nicht lesen. Wir gehören mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit bald wieder zu den Patienten hier vor Erschöpfung, weil wir versucht haben, dieses Chaos zu meistern. Irgendjemand muss nachgeben. Ja, wir. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Krankenschwestern noch nicht aufgeben. Auf gar keinen Fall. Das Problem ist noch da, der Bedarf besteht weiter und daran ändert sich nichts, bis wir Hilfe bekommen. Ja, ich glaube auch. Hallo, ihr alle. Hallo. Alles klar? Wie geht's euch? Und wie läuft's hier so im guten alten General? Ja. Wie üblich, die Schwestern streiten sich mit den Ärzten. Oh, diskutieren. Wir diskutieren doch. Na, ich bin jedenfalls froh, dass es euch allen besser zu gehen scheint, ha? Warte mal ab, bis wir uns an die Gurgel gehen. Es kann jeden Moment losgehen, wenn uns jetzt keiner hilft. Was bringt euch dazu, wieder hier auf dem Schlachtfeld zu erscheinen? Wir hoffen noch, dass es beim Waffenstillstand bleibt, bis wir verheiratet sind. Das heißt, die Hochzeit findet auf alle Fälle am Wochenende statt. Sei denn, vielleicht fällt mir bis dahin noch was anderes ein. Ihr müsst da nicht hinhören, mein kleiner Romeo sträubt sich noch ein bisschen. Wir sind dabei, es überall zu erzählen. Alles Gute. Ciao. Wir sollten uns auch auf den Weg machen. Ja, viel Glück. Also, Glück allein wird uns nicht helfen. Wir brauchen ein richtiges Wunder. Ach, bitte. Sie sind absolut im Recht, Schatz. Was? Wer? Claudia und Brian? Nein, mein kleiner Moostopf, die Schwester. Was Sie meinen, ist richtig, mein Dummchen. Aber Sie übertreiben, das ist es doch wohl. Nein, das ist es überhaupt nicht. Sie haben sich berechtigt und ernsthaft beschwert und es wird nichts unternommen. Und langsam glaube ich, dass das hier ganz schön nach männlichem Chauvinismus riecht, die ganze Geschichte. Wie meinst du das? Stell dir mal vor, ein paar Männer würden sich hier über minderwertige Arbeit beschweren. Was wäre dann? Und was wäre, wenn es Männer wären? Es würde ganz schnell was passieren, mein Lieber. Ganz fix. Nicht unbedingt. Leslie, das ist doch aber keine Frage des... Dankeschön. Geschlechts? Es ist eine Frage von Wirtschaftlichkeit, von Prioritäten, nichts Politisches. Ja, so ist es. Dankeschön. Und dieser uneffiziente Einsatz ausgebildeter Frauen, der kostet den Betrieb eine Menge Geld. Das ist ein Argument. Ja, es ist eins. Und zwar eins, dem wir uns bald zuwenden müssen. Sonst haben wir hier nämlich einen Aufstand. Du hast recht. Ich werde mit Steve reden. Wir bringen die Sache nochmal auf den Tisch des Hauses. Dank dir. Wir können nicht zu uns selber betrachten. Jeder, der einen Krankenhausbetrieb einigermaßen durchschaut, der wird doch sehen, dass wir überhaupt nicht anders können. Aber ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht sehen könnte. Ist Rick inzwischen auf unserer Seite? Weißt du, ich habe das berühmteste Männerargument gebracht, nämlich pure Logik. Und ich wette mit dir, wenn er mit Steve und Mark redet, dann passiert was. Okay, ich glaub's erst, wenn ich es sehe. Komm, wir setzen uns. Also... Wie man so hört, sollen sich unsere Herren Doktoren ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, als sie versuchten, die Aushilfsschwestern zu ersetzen. Die sollen sich nicht so haben. Wenn ich noch einmal einen Medikamentenwagen schieben muss, ist alles zu spät. Du hattest es doch leicht, Mark. Was brutal war, war der Papierkram. Nach dem, was die Schwestern so erzählten, scheinen unsere noblen Bemühungen ihnen mehr Schwierigkeiten gebracht zu haben, als wenn wir ihnen gar nicht geholfen hätten. Was soll das, Rick? Wir sind Ärzte und keine Sekretärinnen. Ich will damit nur sagen, Sie haben vielleicht nicht Unrecht. Vielleicht brauchen Sie wirklich fachliche Hilfe. Das wird nicht gehen. Wenn nicht einmal Ärzte mit den Krankenblättern umgehen können, wer soll es denn dann bitte? Ganz einfach. Angestellte, die ordentlich eingearbeitet werden. Von den Schwestern? Warum nicht? Solch eine Einarbeitung kostet Zeit. Wären denn die Schwestern bereit, das zusätzlich zu tun? Ich denke, es wird Ihnen klar sein, dass es auf lange Sicht besser für Sie ist. Überlegt mal, wie Sie sich jetzt abrackern. Wenn wir für Sie mehr Zeit rausholen, dann könnten Sie die da einsetzen, wo sie nötiger gebraucht wird. Bei den Patienten nämlich. Tja, es muss also was getan werden. Ich weiß nicht, Steve. Wir können keine Laien in medizinischen Bereichen einsetzen. Ich hätte da einen Kompromissvorschlag, der als Lösung dienen könnte. Und was? Okay.
Ich sehe das Problem auch darin, dass Angestellte, die keine medizinische Ausbildung haben, möglicherweise auch nicht in die Arbeit des korrekten Ausfüllens von Krankenkassen eingearbeitet werden können. Sarah hat einen Haken. Welch denn? Rick ist einer der wenigen Menschen, die sich in Fertiggerichte geradezu reinlegen können. Ich hole uns Kaffee. Ich habe nicht gesagt, nein, bitte beruhige dich, dass ich grundsätzlich dagegen bin. Ich habe lediglich den Standpunkt vertreten. Also nochmal zusammengefasst. Wir sollen Schreibkräfte einstellen, die den Schwestern helfen. Aber nur für den nicht-medizinischen Bereich, wie Statistik, Dienstpläne und Protokolle, aber nichts Medizinisches. Genau. Was sagst du dazu? Was sagst du, Steve? Ich meine, die Ärzte sollten bereit sein, es zu versuchen. Ja, ich stimme dem zu. Das haben wir schon zu verlieren. Ich hoffe, das müssen wir nicht erst herausfinden. Wenn sie effektiver arbeiten und dabei glücklicher sind, dann muss ich dafür sein. Ich würde sagen, wir leiten das in die Wege. Einverstanden? Wir müssen die Sache gut im Auge behalten. Gut, dann soll es so sein. Großartig. Ich bin Ihnen sehr dankbar, meine Herren. Und ich glaube, durch diese Entscheidung gewinnen wir enorm an Popularität. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt, ich möchte das ein bisschen genießen. Danke. Tu das. Wer hat gewonnen? Alle. Ein Kompromiss, aber ein ordentlicher. Sie werden Schreibkräfte bekommen, aber nur für nicht-medizinische Dinge. Ja, das ist eine faire Sache. Es ist besser als nichts. Ich wusste, du schaffst es. Naja, ich wurde etwas unter Druck gesetzt von meiner lieben Frau. Wozu sind Frauen da? Guten Tag. Hallo. Na, ihr zwei. Und, habt ihr es allen gesagt? Alle wissen es. Oh, außer Ihnen. Sie und Lee kommen doch sicher zu unserer Hochzeit am Wochenende. Das hoffen wir sehr. Oh, das ist aber schade. Lee ist nicht in der Stadt, aber ich werde natürlich gerne kommen. Ach, das ist ja schön. Hey, ja. Kann ich dich mal sprechen? Aber natürlich kannst du mit mir sprechen. Wir wollten mal über den Empfang in der Klinik reden. Oh, sehr gut. Dann gehen wir am besten in mein Büro und herzlichen Glückwunsch. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Ich gehe vor. Na, kommt ihr zwei. Weißt du, was ich glaube, Les? So schnell, wie sich die Neuigkeiten hier verbreiten, feiern die Krankenschwestern sicher schon. Ja, sie freuen sich bestimmt sehr darüber. Und du nicht? Na, ich freue mich über ihren Erfolg. Ich hätte mir nur gewünscht, es wäre anders verlaufen. Was meinst du? Pass auf, als die Schwestern von ihren Problemen erzählt haben, da passierte gar nichts. Da plötzlich taucht ein Mann auf und setzt sich für sie ein. Da werden sie nicht nur angehört, sie bekommen sogar, was sie wollen. Was ist das denn für eine Moral, die dahinter steckt? Das ist die Welt der Männer. Immer noch? Wir haben also nichts erreicht in den letzten 20 Jahren? Doch, durchaus. Einige Fortschritte auf einigen Gebieten haben wir doch wohl erreicht. Aber hier offensichtlich nichts. Also das mit den Schreibkräften, das ist doch ein Schritt in die richtige Richtung, Leslie. Ja, so ist es. Und es ist wahrscheinlich besser, jetzt nicht noch daran zu rütteln. Ganz recht. Was wir gewonnen haben, dürfen wir nicht wieder verlieren. Ja. Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt erstmal mit was ganz Einfachem begnügen. Und zwar mit Dankbarkeit. So sieht's aus.